Herr Schmidt, wie sehen Sie denn die Entwicklung bei Sat.1? Waren Sie da sehr, sehr traurig aus RTL-Sicht? Denn Ihr Sender bemüht sich ja sehr, das Ideal von Nachrichtenkompetenz beispielsweise hochzuhalten. Und da könnte dies ja eine Entwicklung sein, die Ihnen nicht zu Pass kommt. Naja, die Frage ist schlecht mit einem Satz zu beantworten. Ich glaube, die Nachrichtenkompetenz eines Hauses wie RTL ist eine, die existiert nun unabhängig davon, was ProSieben Sat.1 macht oder auch nicht macht. Der Umstand, dass wir mit RTL aktuell inzwischen deutlich vor einer Sendung wie heute liegen können, zeigt ja sozusagen, wie Nachrichtenkompetenz funktioniert. Ich glaube auch, dass wir da sozusagen, wie soll ich sagen, fast ein bisschen ruhig sind. Wir machen das, was wir machen. Das, was wir machen, machen wir gut. Insofern betrifft es uns nicht unmittelbar. Was mich schon ein bisschen betrifft, ist die Emotionalisierung einer Diskussion, die ich zwar aus dem Bauch heraus verstehen kann, aber bei der man doch mal ein oder zwei Kleinigkeiten auseinanderhalten muss. Erstens sei doch mal zumindest darauf hingewiesen, und dabei will ich den jetzigen Gesellschaftern von ProSieben Sat.1 gar nichts Böses, das ist auch gar nicht mein Job, aber die jetzige Konstruktion von Gesellschaftern ist das Ergebnis einer rechtlichen Konstruktion bei uns, die eine andere Übernahme, nämlich durch ein inhaltsgetriebenes Haus, verhindert hat. Die ursprüngliche Idee war ja nun nicht, ProSieben Sat.1 Finanzinvestoren zu geben, sondern es mit einem Inhaltshaus wie Springer zusammenzuführen. Das kann man jetzt mal wertfrei stehen lassen, aber es sei doch zumindest mal festgestellt, dass dieselbe Gruppe von Menschen, die in wilde Hysterie ausbrach, als Springer drohte, ProSieben Sat.1 zu übernehmen, nun den Untergang des Abendlandes prognostiziert, weil es eben nicht Springer und ProSieben sind, sondern Finanzinvestoren und ProSieben. Das ist zumindest in der Systematik eigentümlich, denn es stellt sich ein bisschen die Frage, wer soll denn dann eigentlich aufwendige Inhalte, die kommerziell zu erzeugen sind und die teuer sind, wenn man sie inklusive Nachrichtensendern, Spartenkanälen und Vollprogrammen machen will, wer soll die denn dann eigentlich bezahlen? Wie richtig gesagt wurde, die Schwierigkeit in der deutschen Medienbranche, dass Rundfunkunternehmen dieser Größenordnung kein eigenes Wachstumspotenzial mehr haben, ist zumindest ein Problem. Dafür muss man Lösungen finden. Der Umstand, dass man keine Zukäufe machen kann, wenn man inhaltsgetrieben ist, weil man eine bestimmte Größe braucht, um es überhaupt bezahlen zu können, führt doch dazu, dass mir dann nur noch Investoren bleiben, wie erstens entweder Finanzinvestoren oder zweitens ausländische Investoren, da die Inländer nicht können. Das beides wollen wir aber auch nicht. Da stellt sich mir dann schon ein bisschen die Frage, wer soll denn dann eigentlich dürfen? Aber die Frage will ich wertfrei lassen. Die zweite Frage, die sich mir stellt, ist, und das ist für mich die wesentlichere, ist es denn wirklich so, dass die Medienordnung, die Stabilität eines dualen Systems, Public Value und all diese Dinge alleine davon abhängig sind, wer jeweils Gesellschafter ist? Wäre es nicht ein Armutszeugnis für eine Medienordnung, wenn alleine der Umstand, wer Inhaber einer Firma ist, darüber entscheidet, ob ein System stabil ist oder nicht? Es müsste doch wohl so sein, und da bin ich verhalten optimistisch, dass es auch ein bisschen so ist, es müsste doch wohl so sein, dass eine Medienordnung in sich ein stimmiges System sein kann, die Schwankungen unterworfen ist und bei dem man sicherlich in Einzelfällen glücklich oder unglücklich mit der Entwicklung einzelner Unternehmen sein kann, aber die nicht dadurch erschüttert wird, dass der Investor A oder der Investor B das kauft oder der Inhaber C stirbt und deswegen seine Firma veräußern muss. Das wäre doch wirklich ärmlich. Deswegen, und das ist ein bisschen das, woran ich auch gerne an das anknüpfen möchte, was Herr Eumann zum Konzentrationsrecht gesagt hat, es ist ein eigentümlicher Reflex, dass man aus dem Umstand, den man jetzt hat, den Umstand nochmal verschärfen will und zu den 25% Beteiligungscap inländisch nun auch noch ein 25% Beteiligungscap ausländisch herstellt. Also da sind Sie komplett dagegen. Ich halte das nicht für besonders zielführend. Ich weiß nicht, wofür sowas gut sein soll. Ich habe das nie genau verstanden. Ich glaube, dass eine Medienordnung in der Lage sein muss, und da sind wir wahrscheinlich alle, die wir dem Programm verpflichtet sind, und das sind ja auch private Sender, dass eine Medienordnung stabil genug sein muss, um sozusagen darlegen zu können, was ein Haus erreichen muss. Ich glaube, und dafür zeigt das britische System des Public Service Broadcastings interessante Ansätze, ich glaube, dass es klüger ist, perspektivisch darüber nachzudenken, wie man Programmbezug, wie man journalistische Qualität incentiviert, statt sie über etwas unbeholfene Methoden zu sanktionieren, was am Ende ja doch nie klappt, weil man damit dem nächsten Ergebnis, in dem Fall also der bösen Heuschrecke, auch nicht leben kann. Die Frage ist also, wäre es nicht klüger, entsprechendes Engagement von Unternehmen zu incentivieren. In Großbritannien gibt es das sozusagen ganz grob. Es wurde schon gesagt, Public Service Broadcasting dort ist nicht nur Public Broadcasting, sondern Public Service Broadcasting. Das bedeutet, da sagt man, die Häuser, die Informationen, Nachrichten und Ähnliches bringen, bekommen dafür etwas. Sie bekommen einen besseren Platz im EPG, sie bekommen einen leichteren Zugang zu Frequenzen oder Ähnlichem, abgestuft von der BBC über ITV, Channel 4 und so weiter. So, das